Ich freue mich, dass mein Bub Olli wieder auf dem Bärsch ist. Mit diesen Worten empfing OFC-Idol Hermann Nuber den neuen Offenbacher Cheftrainer Oliver Reck. Morgen. Der ehemalige Torhüter unterschrieb einen 2,5-Jahres-Vertrag beim OFC mit einem klaren Ziel, dem Aufstieg in die dritte Liga. Dafür gilt es nun, im Training hart an sich zu arbeiten. Also ich fand, dass die Mannschaft sehr bereit ist, sehr willig ist und sehr aufnahmefähig ist. Das ist so mein erster Eindruck, dass ich das, was ich gerne habe, ein bisschen Theater auf dem Trainingsplatz, ein bisschen Feuer drin, und das war heute Morgen zu erkennen. Ich erwarte, dass Spieler Verantwortung übernehmen. Wir können als Trainer vieles vorgeben, aber nicht alles umsetzen, weil wir nicht auf dem Platz stehen, sondern nur korrigieren können. Und das verlange ich von meinen Spielern, dass sie das teilweise dann auch mit auf dem Platz übernehmen. Und gerade Verantwortungsspieler, die länger schon dabei sind, müssen das Zepter mit in die Hand nehmen, gerade wenn es was auf dem Platz betrifft. Aber das erwarte ich eigentlich von jedem Spieler, egal wie alt er ist. Jawohl, Theo! Gut, gut! Weiter, weiter! Okay! Auffällig ist, dass Reck lautstark dirigiert, die Spieler immer wieder lobt, aber auch auf deren Fehler hinweist. Gut! Jawohl! Nochmal Ecke von der anderen Seite! Guter Ball da, Dobro! Sehr gut! Moin! Feuer! Ja, Feuer! Okay, Ball liegen lassen! Wieder einmal nach oben laufen! Jeder will sich anbieten. Jeder will, zieht jetzt seine Chance auf, die vielleicht jetzt nicht so viel gespielt haben in der Hinrunde. Klar will sich jeder versuchen, in Position zu bringen. Und das ist uns, glaube ich, heute früh auch schon ganz gut gelungen. Doch nicht bei allen OFC-Fans hat die Verpflichtung von Oliver Reck für pure Freude gesorgt. Viele trauen auch dem entlassenen Rico Schmidt nach. Sehr gute Arbeit geleistet mit dem Material, was er hatte, die Kickers. Und ich konnte das nicht verstehen, dass ich den gekündigt habe. Die Hintergründe weiß man allerdings nicht, weil der Oliver Reck hat noch nicht was nachzuweisen, Leistungen. Aber in der ganzen Pressekonferenz ist nicht einmal das Wort von den Fans vorgekommen, von den Zuschauern. Nicht einmal, weder von Ihnen, weder vom Präsident. Beim ersten Satz habe ich ihn direkt gesehen. Ich freue mich, wieder hier zu sein zu dürfen. Das ist auch bei den Fans. Ich freue mich auf die Fans und auf die Zuschauer. Habe ich, glaube ich, am ersten Satz gesagt. Aufstieg glaube ich nicht mehr. Vielleicht für nächstes Jahr, dass man aufbaut, für nächstes Jahr eine gute Mannschaft zusammenstellt, dass wir wieder in die dritte Liga kommen. Weil es ist ja traurig, eine vierte Liga zu kicken. Okay, tschüss. Guter Ball, Benni.